Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Samstag, den 27. Januar. Schauen wir, was zeigt sich heute. Tarotkarte wollte wieder vorne anliegen. Der Magier, ja Mensch, das ist ja eine starke Energie. Ja, vielleicht auch so ein ganzes Stück weit eben passend zum Start ins Wochenende. Zum Ende der Woche. Ja, es ist hier eine Menge Wachstum vielleicht geschehen und ja, kommt jetzt die Energie auch ganz stark hinein, ins Tun und Machen zu kommen. Ja, etwas in die Realität zu holen. Der Magier hat dafür alle Mittel zur Verfügung. Also, ja, sagt, wir haben für das, was wir vorhaben, was uns anvertraut ist, was ja zur auf dem Plan steht, ne? Alle Mittel zur Verfügung, ja. Nicht nur das Materielle, ne, steht zur Verfügung, sondern wirklich auch Ideen, Pläne, Hingabe, Liebe zum Metier und ja, die gute göttliche Anbindung, ne. Ja, die Energie fließt. Ja, komm ins Tun und Machen, ne. Ja, ins Lernen, ja, ein neues Kapitel vielleicht auch zu starten mit etwas. Ne? Gerade der Magier ist ja eben auch Startenergie, ist nicht die völlige Anfangsenergie, ne? Mit dem Narren, der vorausgeht, ist der Sprung, der mutige Sprung schon geschehen und jetzt wird hier eine Sache ganz konkret auch angegangen. Hast du wunderbare Energie heute dafür. Ein neues Kapitel zu starten, etwas zu lernen, im Miteinander, für dich selbst, ja, Wissen anzureichern, ja, für dich vielleicht einfach auch Unklares aufzudecken. Ist das ein ganzes Stück weit einfach auch magisch, was hier passiert, ne? Ja, gestern hatten wir so ein bisschen die Traurigkeit, den Trübsinn mit dabei, der aber zum Wachstum mit dazugehört. Und ja, hier geht es jetzt in eine ganz starke Vorwärtsenergie, womit auch immer, ne? Das können verschiedene Sachen auch gleichzeitig sein. Ja, gerade wenn sich in einem etwas verändert, verändert sich ja in vielen anderen Bereichen auch gleich etwas mit oder nicht ganz gleich, aber vielleicht auch ganz gleich und nach. Na, und so nach und nach wird sich hier, ja, das Neue auch erschließen, ne? Erschließen lassen. Erzengel Gabriel, schön, lass dunkle Gedanken und Gefühle los, bitte um Reinigung und lass sie geschehen. Ja, gerade wenn wir etwas neu starten, ne, ist es wichtig, dass wir es natürlich einfach auch ja, offen, beherzt, ehrlich angehen. Ne? Und wenn da noch irgendwas rumort, zum einen, ja, wenn wir versuchen, vielleicht auch irgendwas zu manipulieren, ne, dann ist das keine konstruktive Energie, ne? Starte durch in ein neues Kapitel, in neue Entwicklungen hinein, in neue Möglichkeiten, in den Umgang mit den Chancen, die sich jetzt gerade heute bieten mit dem Tag. Und ja, lass einfach das hinter dir, was dich bindet, beschwert, betrübt. Ja, das kann in einem großen Stile sein, es kann ja, können kleinere Dinge sein. Hier soll es vorwärts gehen. Und ja, Gabriel ist der Heilungsengel, ne? Erzengel Gabriel. Und wir hatten ja hier an der Unterseite die Mäßigkeit liegen. Es sollte aufgehen hin, ja, zur Heilung, zu eigener innerer Heilung, zur Heilung untereinander, gerade in Beziehungen auch, ne? In jeglichen Beziehungen.
Ja, aber auch in sich selbst, ne? Weil da vielleicht ja Missverständnisse passiert sind, Lug und Trug, etwas falsch lief, ne? Ja, gerade auch wenn du spürst, ne, irgendwelche Gedanken und Gefühle, die kommen immer wieder rein, ne? Die wollen so ein bisschen, ne, manipulieren dir heute den Tag vielleicht manchmal auch so ein bisschen, ja, dann geh ganz konkret auch Reinigung an, ne? Das kann zum Beispiel mit Räuchern sein, so wie wir das gestern gemacht haben, oder ja, mit Gebet, ja, mit Durchlüften einfach kräftig, mit Meditation. Was haben wir hier? Hexagonales Wasser, ja, passend zur Reinigung, ja, und damit können wir natürlich nicht nur zum Trinken nehmen, sondern vielleicht auch, um tatsächlich manches zu reinigen, abzuwaschen, ja. Dieses Symbol hat eine spezielle Funktion. Hintergrundinformationen findest du im Begleitbuch auf Seite 53. Ja, aber ihr könnt euch natürlich selber auch über hexagonales Wasser einmal noch ein bisschen schlauer machen. Das ist mit Sicherheit kein unbeschriebenes Blatt mehr. Es wird nicht nur allein angewandt, dieses Wasser, sondern dient auch der Vorbereitung auf die Informationsübertragung. Stelle dein Wasser in einem Glas zunächst für ein paar Minuten auf dieses Symbol. Und energetisiere es erst danach mit der Information deiner Wahl. Wundere dich nicht über den veränderten Geschmack. Das hexagonale Wasser eignet sich auch zur Einnahme deiner Nahrungsergänzungsmittel. Ja, also zum Trinkwasser energetisieren ist es auf alle Fälle wunderbar geeignet. Und wie gesagt, nachdem du das Wasser energetisiert hast mit diesem Symbol, ja, kannst du die Informationen deiner Wahl beigeben. Ne? Also dann genauso vielleicht auch aufschreiben und ja, das Glas auf den Zettel stellen, ja, das aufgeschriebene stellen. Was ist es, was stärken soll, was klären soll, was etwas ja auch wieder in Balance bringen soll? Hexagonales Wasser ist hochschwingendes Wasser, heilendes Wasser. Ja, insofern sehr passend hier auch zum Erzengel Gabriel, ne? Hier auch noch eine sehr konkrete, ja, Anleitung. Wasser ist das, ja, was lebenswichtig ist, ne? Was Informationen auch überträgt. Ne? Im Wasser ist so vieles gespeichert. Ja, das wissen wir einfach, selbst wenn unser Trinkwasser oder Leitungswasser sehr, ja, ja, hochaktiv gereinigt wird. aber so bestimmte Partikel lassen sich einfach schlecht herausfiltern. Ne? Insofern, wir dürfen auch immer wieder aufpassen, was wir da zu uns nehmen, ne? Und uns dahingehend auch immer mal wieder reinigen, ne? Ja, es wird wichtig sein für das, was auch von uns ausgeht, ne? Hier haben wir sehr viel blaue und grüne Farbe. Also sprich das Herzchakra, das Kehlchakra mit dabei, ne? Dürfen wir schauen. Ja, was wir zu uns nehmen, dürfen wir uns da vielleicht heute auch mal schlau machen, ja. Etwas dazulernen und ja, auch ausprobieren. Und uns dafür,
ja, damit einfach auch ein ganzes Stück weit verändern. Ne? Ja, eine gute Zeit damit, ja, gute Wirkung dessen, ja. Es ist etwas sehr Grundlegendes, Simples, aber es sehr Lebenswichtiges einfach auch, ne? Alles Liebe dafür und bis ganz bald, eure Tara von Taro Rainbow.